manche Lucky Loser und denkst, geil, Dicker, noch ne Chance. Ich denk, geil, noch ne Opfergabe, gib ihm. Und dann seh ich dieses dürre Kind und denk mir nur so, boah, scheiße. Reicht ja maximal als Vorspeise. Scheiße, bist du dünn, Junge, geh dir mal was kochen. Ich bin Endgegner wie Bowser und du mit dem Körper eher knochentrocken, hä? Ey, du hast so ein knochiges Gesicht, genügend Fruchtzwerge gelöffelt, aber sonst halt leider nix. Deine Chancen, alles andere als erkennbar. Ich so kranker Texter und Rapper, du so Handgepäck von Porenta. Wenn der Raum nur ein Dach hat, kriegst du Giraffe schon Platzangst. Und dein Kassenheld Paju, ne Halslänge Abstand. Dein Face ist hässlich, aber Haare kann man cutten. Du schaffst sogar das noch zu verkacken. Ey, wie stell ich mir das vor? Dein Friseur fragt, ey, was lässt du dir schneiden? Nacken ausrasieren und den Rest bitte scheiße. Danke. In den Videos rappen Kumpels oft für dich, weil du sonst Punktabzüge kriegst für dein scheiß Untermenschgesicht. Du fragst dich, warum ist dieser Kiwi so gemein? Ich will, dass du hier nach in deinen Spiegel guckst und weinst. Du kannst gerne wieder vorauskontern, wie mies du aussiehst. Das ist kein Rap, du machst Musiktherapie. Aber hey, Einsicht ist der erste Step zur Besserung. Schritt 2, operier dir deine Fresse um. Okay, der erste Part war schon ein bisschen gemein. Ich mein, wir wollen ja nicht so oberflächlich sein, ne? Genügend Lines über die Fresse, jetzt geh ich bisschen ein auf deine Battle-Karriere. Und wie ich sehe, ist der Paju in jedem Turnier mit vertreten. Ah fuck, korrigiere, gewesen. TNM, NDA, MRT, YBT, CRB, ETC, wie viele noch? Ey, hast du Pisser kein Leben? Ohne Witz, für dich gibt's da doch eh nicht viel zu holen, sag mal. Wann kickt bei dir endlich die Demotivation? Das Infovideo droppt, du so geil, ein neues Battle. Da krieg ich wieder mal in Runde 1 voll auf die Fresse. Steigerungen bei deinen Runden sind leider nicht hörbar. Deine Entwicklungskurve ist ein Strich, genau wie dein Körper. Andere Rapper lesen Kritik und ändern ihre Parts. Paju jede Runde, spiel denselben Song nochmal. Und du warst mal ein Member von Decade, aka die Gang der wacksten Rapper des Jahrzehnts. Aber trotz Trennung seid ihr ja noch dicke, so halb. Die lachen über dich und du machst weiter deren Mische. Du nutzt hier und du siehst dafür nicht einmal einen Zehner. Und Haze performt das Video deines Gegners, Alter, was ein Freund. Mach weiter Battle Rap, weil du von keinem Menschen Liebe kriegst. Selbst deine Augen distanzieren sich. Fazit, du siehst ultra scheiße aus. Du machst nur den gleichen Sound und Leute nutzen dich nur aus. Nach der Runde wieder raus, hör mit Mucke endlich auf, bitte. Ich check nicht, welchen fucking Grund du da noch brauchst.